Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute bin ich gemeinsam mit dem Schuldezernenten und Beigeordneten Sebastian Hamann hier in unserer neu sanierten Grundschule in Büdelsheim. Wir hatten die letzte Zeit 3,3 Millionen investiert, um die Schule zu sanieren. Wir sind hier eine Schwerpunktschule, wo auch beeinträchtigte Kinder beschult werden können. Und wir sind jetzt dabei, und das ist mit Blick auf die Haushaltsberatung, die jetzt im kommenden Jahr anstehen. Der Doppelhaushalt sieht vor, dass wir 1,3 Millionen ungefähr einstellen wollen für den Digitalpakt. Das ist nicht nur Corona geschuldet, sondern es ist auch ein Anliegen von Sebastian Hamann, dass wir die Digitalisierung in unseren Schulen nach vorne bringen. Bitte schön, Sebastian. Genau, also ein Schwerpunkt beim Umbau dieser Grundschule in Büdelsheim war eben auch der Ausbau der IT-Infrastruktur. Wir haben hier umfassend ausgebaut mit einer strukturierten Netzwerkverkabelung, mit einem flächendeckenden WLAN in allen Klassen. Wir haben modernste LED-Projektoren in allen Klassenräumen, wie man hier schön sehen kann. Und das ist jetzt das Muster für alle weiteren Schulen in Bingen. Wir haben die Planung abgeschlossen, haben die diese Woche mit allen Schulleitungen abgestimmt, sodass also grundlegend neue Infrastruktur in alle Schulen kommt. Hinzu kommt, dass wir alle Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen mit einem iPad ausstatten, das sie sowohl in der Schule als auch privat zu Hause nutzen können. Und für die ersten und Zweitklässler wird es iPad-Koffer geben, damit die Kleinen auch sukzessive an die neue Technik herangeführt werden. Das heißt, wir sind hier wirklich auf einem einzigartigen Weg in Bingen. Da bin ich auch dankbar, dass das auch vom Rat und auch von der ganzen Stadtspitze so getragen wird. Wie der OB schon gesagt hat, ein Invest von 1,3 Millionen, das ist schon eine Hausnummer, mitfinanziert durch Bundes- und Landesmittel. Und auch bei den iPads wird es eine Gebührenfinanzierung durch die Eltern geben. Aber im Gesamtpaket stellen wir uns da wirklich zukunftsgerecht auf und gehen hier mit der Schulstrategie einen richtig großen Schritt nach vorne. Und wir haben insgesamt 8 Schulstandorte, das nochmal zu verdeutlichen. Also es ist schon eine Herausforderung, aber ich bin froh, dass wir mittlerweile im 21. Jahrhundert angekommen sind und bedanke mich ganz herzlich für das Engagement auch bei Sebastian Hamann und beim Rat.